Achtung, Jungs, was ich jetzt sagen werde, wird wieder ein paar nerven. Ich kann es verstehen, aber ihr müsst ihr dann euch beruhigen, das überlegen und dementsprechend Antwort geben. Es ist keine Attacke, es ist keine Niederstellung, es ist keine Diffamation. Ulala, das ist das Wort des Jahres in Frankreich bei uns. Wenn du was sagst über einer, wie das so Wort... wollen die mal sofort vors Gericht, weil du hast Böses gesagt über ihn. Aber wir können ja nicht immer nur nett sein. Was soll das? Die Wahrheit ist manchmal nicht schön und die muss man aber rauskommen. Und das ist jetzt so, was jetzt kommt. Der neue Apsima und Amnevi-Witz. Sorry Jungs von Apsima und Amnevi, aber das ist ein totaler Nebenschuss. DBX07 von ZD Racing und die Pistenversion kosten uns Käufer bei Banggood 550 Euro RTR und 420 die Roller, inklusive Versand und Mehrwertsteuer. Und Amnevi und Apsima haben beide, sind zwei Importeuren, ich glaube beide sind deutsch, importieren das jetzt für 790 Euro. Ist doch das nicht der totale Wahnsinn? Dann denkst du, ja okay, die haben für den Preis das bessere Alu drin, super Lager, top Elektronik, weil für den Preis in 1:7er Maß gibt es ja auf dem Markt Arma. Und wir wissen, was die wert sind. Die haben bewiesen, was sie können. Ist klar. Und die zwei ZD Racing Bimsbums sind teurer, also bei Amnevi steht es sogar auf dem Portal 850 Euro. Was tickt da nicht richtig? Die haben doch einfach gedacht, ja 55 plus 20% Mehrwertsteuer, also können wir die so viel verkaufen. Aber wir wissen ja, dass sie die Autos nicht 550 Euro kaufen. Mach jetzt mal die Mehrwertsteuer weg, 100 Euro, Transport 20, 30 Euro für einen privaten einmal jetzt mal. Die verzahlen die Mehrwertsteuer nicht, haben nicht jedes für jedes Auto 20, 30 Euro Versand. Die kaufen eine Menge, also haben sie Rabatt drauf, haben einen Speziellpreis und daher ist der Preis total falsch. Wenn sie jetzt, beim Yucatan hat Apsima was Schönes gemacht. Der Yucatan wurde denselben Preis verkauft von Apsima als der Originale. Sogar ein bisschen billiger manchmal, gerade noch wenn Rabatt und so kommen, Saison. Und das war okay. Mit dem sind wir zufrieden, weil wir haben sofort Europa Nachverkauf. Wir haben in Frankreich GWP Racing, die Franzosen, die das Apsima-Zeugs importieren in Frankreich. Super, die sind immer da, lassen keinen im Stich, haben immer normale Antworten zu den Leuten. Und jetzt aber das 57 Euro. Für das Geld kauft dir ein Fraction, Limitless, was du willst. Wenn du die andere Karo wärst vom Unicorn, kann ich verstehen, aber die ist nur aus PVC, ist keine ABS ist, oder kein Lexan, ist schlechte Qualität, ist nicht solide. Also kauf dir mal die Karo allein und mach sie dann drauf auf der Theke. Fahr nicht damit, die geht kaputt. Die Autos sind grundgenommen nicht schlecht, wir haben sie ja probiert, sie haben ein paar Probleme. Das Alu ist schlechte Qualität, weiches Alu und die Anpassungen sind falsch. Die Lager schwimmen in dem Alu, es rüttelt überall. Ihr wisst es, ich habe kein Problem damit, es fährt trotzdem geradeaus, es bremst trotzdem gerade, aber die Lager dürfen sich nicht bewegen, denn das geht schlecht. Wir haben das Problem mit den Wellen, mit der Länge am Offroader. Natürlich, wenn du ihn drosselt gelassen, kommt es nicht an. Aber was ist mit Seitenschlägen? Die Seitenschlägen sind doch da und die Welle schlägt doch ein, das Diff stirbt trotzdem. Und ich weiß, dass ich recht habe. Erstmal habe ich es gesehen. Bin ja nicht der Einzige, aber ein Mechaniker sollte das sehen. Und wir haben ja viele Leute, die mir geschrieben haben, ja, effektiv, ich habe mir Seitenrolle gemacht und mein Diff ist gestorben. Es ist so. Also für den normalen Preis, 500, 550, kein Problem. Natürlich sagt jetzt jeder, ja, da kommt aber noch die Garantie dazu und da leben Deutsche davon und vom Import auch. Also wenn es die Post liefert, ja auch. Und die Garantie. Jetzt kommen wir an die Garantie. Die Funke, die dabei sind, sind gut. Und Kosten kannst du nachkaufen für 20, 25 Euro.
Servo, wenn Servo stirbt. Elektronik, okay, hast du die Garantie. Wenn aber die Zähne rattern, heißt es, oh, das ist Mechanikerbruch, ist nicht gedeckt. Also gerade wenn du einen Roller kaufst, brauchst du keine Garantie. Wenn du einen RTR kaufst, wir machen ja sowieso meistens andere Servo drauf als die Originalen, wenn sie stirben. Das wissen die. Die wissen, dass da nichts Garantie zurückkommt oder wenig. Regler kann mal stürmen, Motor, aber Motor auch, dann sagen sie, er hat überhitzt, da ist blau geworden, wir haben Spuren drauf, ist weg. Wenn Regler stirbt, da Kabel ist angeschnitten oder so, die kommen da durch und schneiden sich aus der Garantie raus, wenn es geht. Und so viele Fälle haben sie ja nicht. Und für 200 Euro Unterschied kannst du eine Menge Elektronik kaufen. Also da geht für mich nichts mehr. Total nicht zufrieden ist mein Einsatzpunkt. Ich bin eine private Person. Es ist meine private Meinung auf meinem Kanal, das darf ich so machen, das ist so. Das ist nicht gegen Amnevi und Apsima, es ist von Kauferseite und mein Amnevi und Apsima, ihr müsst es ja auch mal so sehen, das Video kommt ja sicher zu euch, ich weiß, es gibt immer so Leute, die dann ein Video senden, oh guck mal, der hat Böses gesagt über euch, hoffe ich auch, dass einer so blöd ist. So Kinderspiel zu machen. Und ich habe ja meinen Kanal den gesendet. Ich habe den geschrieben. Ich habe Apsima geschrieben wegen den Wellen. Antwort von Apsima. Nichts gesehen, nicht gehört. Es ist alles gut. Schöner Tag. Tschüss. Das ist doch toll. Ist gut. Immer dasselbe. Das machen so viele Hersteller immer. Natürlich, sie haben sich bedankt für die Nachricht, aber da ist kein Problem. Und was ich auch damit sagen will, ist, dass jetzt an dem Datum, wo das Video rauskommt, wissen sie Bescheid. Ich habe ja geschrieben, sie haben die Antwort. Ich habe die Antwort. Mit Datum und Uhrzeit. Das heißt, ich hoffe natürlich nicht, dass einer von euch das Problem hat. Aber wenn er es hat und denen schreibt und die zurückbeantworten, da ist kein Problem. Dann könnt ihr denen sagen, Lügner. Ist so passiert bei uns mit Hobbytech Funtech E-Modell. Die haben das auch so rumgemacht. Wir wissen von nichts, stimmt nicht. Dabei hatten sie schon 6 Monate lang den Beweis, dass es nicht funktioniert. Also liebe Rebrander, es ist toll, dass ihr die RCS Auto importiert für uns. Wie gesagt, mit dem Yucatan sind wir überzufrieden. Gerade auch, dass sie auch die 9:8er importierten und den Preis auch nicht so übergestiegen habt. Das ist super. Aber stellt euch jetzt mal in den Stiefel von den normalen Beta-Kaufer. Der normale Mensch, der ist da auf Internet. Sieht das Ding, wow, schön. Fragt mal rum, da sagt er, ja, einer, ja, Achtung, das ist der ZD Racing, der kostet nur 5,50. Und da seht ihr das Ding für 57, 87. Und ist dasselbe Auto. Da denkt er sich doch, hey, die wollen mich gaunen. Das sind ihr, die schwarze Schafen, und nicht der Kaufer. Ist so. Weil was die machen wollen natürlich, dass die meisten immer Importeure sagen, ja, wenn ihr immer im Ausland kauft, macht ihr die Wirtschaft kaputt. Aber wo habt ihr das Zeugs eingekauft? Ist es jetzt deutsches Material? Auch nicht. Ihr habt es auch dort gekauft, macht ein bisschen was auf den Preis rauf. Und ihr seid aber nicht die Gauner. Der Kaufer ist immer am Schluss der Gauner. Was soll das? So Reaktionen sind doch total doof. Und ich wiederhole es nochmal, es ist hier eine Diskussion. Wir sind hier zum Reden, nicht zum Also auf jeden Fall, für mich jetzt, meine Meinung, bist du ein Kaufer, hast Interesse, hast 57 Euro zum Ausgeben für ein RC-Auto, siehst das Ding, kauf es nicht. Wenn du es willst, kauf es trotzdem. Aber ich rate euch davon ab, kauft lieber ein Mojave, sieht nicht gleich aus, kann aber dasselbe mit mehr im Offroad, siehst du, Offroader haben Bodenfreiheit, ist wichtig. Wenn es nur für im Rasen spazieren ist, brauchst du keinen so einen Riesentempel, dann kannst du einen zu 10er kaufen. Ist so, wir kaufen größere Autos mit großen Rädern für ein großes Gelände zu fahren, das ist irgendwie so. Außer die Liebhaber, die nur spazieren, für die ist es kein Problem. Aber auch die, wenn die 57 ausgeben statt 55, fühlen sie sich auch gestohlen. Tut mir leid, sagt doch jeder, wenn ich da rumfahre, ich jetzt die 200 Euro hätte ich 4 Batterie kaufen können dafür oder noch mehr oder sowas. Wie sieht es da aus?
Und das Straßenauto noch schlimmer, gerade bei Amnevi, wie gesagt, angesagt für 850 Euro. 670 Colton Nama. Nimm den Ama. Also, ich kann das nicht verstehen und ich finde das uncool, dass da, weil es passiert, es werden Leute da reinfallen. Sie werden sie kaufen für 57 und dann werden sie sehen, danach, dass das für 55 also auf dem Markt war, dann werden sie auch nicht zufrieden. Es gibt natürlich viele Leute, die trotzdem zufrieden sind, weil das Auto ihnen gefällt, sie fahren nicht wild, das geht alles gut, aber wie gesagt, lieber besseres Plastik als schlechtes Alu. ZT Racing hat das schlechte Alu. Die Lager sind auch nicht gut. Die Federungseinstellungen, Kolben, das ganze Zeugs ist falsch. Wie gesagt, Wellen, Federwellen, mit den Wegen, das ganze Zeugs. Es ist ein qualitätsmäßig Einsteigmodell. Und mit dem Preis von 500, 550 Euro können wir verstehen, sind wir dabei. Ich habe es auch selber gekauft, bin ein paar Mal gefahren. Ich war nicht unzufrieden. Es ist einfach gar nicht auf dem Niveau von sowas. Und jetzt ist für denselben Preis kaufen, verkaufen. Und wirklich, dabei gibt es ja die Dinger seit über ein Jahr schon auf dem Markt. Wir haben viele Videos. Ich rede nicht von den Videos von all denen, die das Zeugs umsonst bekommen haben. Oh, es ist schön, super tough. Ist besser als ein Losi und bla bla bla. Ich rede von den normalen Jungs, die die Dinger selbst gekauft haben, volle Pulle, die damit fahren, die alles gefilmt haben und die einen normalen Standpunkt gegeben haben. Objektiv bleiben oder so viel als möglich. Die Autos, wiederhole ich, die ZT Racing sind nicht schlecht, sind aber niemals auf Niveau von AMA. In der Größe für die Konkurrenz. Aber und daher, dass sie denselben oder teurer Preis haben, kann nicht sein. Und nochmal, für die Hersteller, rebrandet das ganze Zeugs, nimmt das jetzt nicht den falschen Halt, dreht da nicht durch, kommt runter und guckt doch mal rum auf der Welt, wie das alles geht, wo es alles verfügbar ist, die Qualität und das ganze Zeugs. Und macht euch bitte in die Stiefel von dem Kaufer. Ist sehr wichtig. Ich warte auf euren Kommentar. Positiv, negativ, schlechte, aufgeregte, ist egal. Für das sind die Diskussionen da. Weil wenn man nicht über was redet, dann, wenn jetzt jeder in seiner Ecke bleibt und sich nervt und nichts sagt, am Schluss gibt es irgendwo eine Explosion und wenn wir alle zusammen reden, auch wenn es, weil wir sind ja Modellbau-Liebhaber und Liebhaber, das ist so. Deswegen bin ich jetzt nicht zufrieden mit der Entdeckung. Deswegen rede ich darüber, weil, was soll das? Aber ich habe ja, wie gesagt, die Kaufereinsicht und die Erfahrung vom Modellbau und die mechanische Erfahrung, die transparent auf dem Kanal ist. Mit dem komme ich zu der Schlussfolgerung, dass das mir überhaupt nicht passt, das Amnevi und Apsima Witz, weil für mich ist das ein Witz. Und jeder kann da sagen, wieso, warum und wie. Wir können darüber reden und das Einzige, was wir natürlich am Schluss hoffen, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es kann sein, dass jeder auf seinem Standpunkt bleibt, dass die sagen, nee, wir verkaufen 57, wir sind zufrieden damit, das ist okay. Dürfen die, ist kein Problem. Aber danach müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie wenig verkaufen. Und das Schönste wäre natürlich, dass da so was, dass sich so alle, das habe ich immer am liebsten. Wenn sich, ich habe ja auch nicht unbedingt recht, ich bin ja auch, wie gesagt, auf der Einkauferseite vielleicht ein Extremist. Ich sage jetzt, dass die am Verkauferextremist sind und dass wir uns alle in der Mitte finden, irgendwie, das ist immer das Tollste. Ein guter Deal ist, wenn jeder zufrieden ist, nicht wenn einer sich gestohlen gefühlt und der andere lacht, weil er schön die Säcke voll hat. Und so das Gefühl haben wir jetzt sofort mit der Preisankündigung von den Autos gegenüber die Konkurrenz.
die billiger ist, und die Verfügbarkeit, die noch viel billiger ist an der Originalversion von ZD Racing. Das ist es. Jungs, ich hoffe, ich habe mir verstanden, was ich meine. Reden wir darüber. Keiner hat Recht und Unrecht, definitiv. Wir können uns verstehen oder jeder kann, wie gesagt, seinen Standpunkt halten. Es ist kein Angriff, es ist kein wie gesagt, wie sagt man, es ist nicht ein Kampfruf an alle, gegen die loszugehen oder sowas. Es ist einfach, ich will eure Meinung wissen. Als Privatperson meine eigene Meinung mit meiner eigenen Erfahrung. Ich weiß, ich sag's jetzt 3-4 Mal im Video, aber es ist wichtig, weil das darf ich gesetzlich machen. Bevor da wieder einer einen Anwaltbrief bereitstellt. Tschüss, Jungs.